Ja, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ich glaube, ich werde es mit dem 1440p nicht mehr ändern. Das sieht zwar richtig gut aus, aber es dauert einfach zu lang zu rendern. Und dann schaffe ich keine 2 Folgen mehr am Tag, weil parallel dazu läuft ja auch noch Wolfenstein 2. Wo waren wir eigentlich letztens? Ach ja, wir wollten die... Cool. Lichtbringender Phöbus, bin nur deine Leier. Hör meinen Eid, gib mir dein Lied. Ich schaudre in deinem Feuer. Wie soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Lethos, goldenes Kind. Ich wollte gerade sagen, Schwein, aber... Wie soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Lethos, goldenes Kind. Lichtbringender Phöbus, bin nur deine Leier. Hör meinen Eid, gib mir dein Lied, ich schaudre in deinem Feuer. Wie soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Lethos, goldenes Kind. Wie soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Lethos, goldenes Kind. Lichtbringender Phöbus, bin nur deine Leier. Hör meinen Eid, gib mir dein Lied, ich schaudre in deinem Feuer. Ja, sitzt hier rum. Ja, wir wollten eigentlich mal jagen gehen. Oh. Aufs Schild. Hat keiner gesehen. So, komm her, Sammy. Rein. Gib den Weg frei. Oh, da kriegt mir noch. Ugh.
bietet Belohnungen für Informanten, aber traut ihnen nicht. Man kann Informanten nie trauen. Lasst sie auspeitschen, sobald sie uns alles gesagt haben. Wie immer, Herr. Allen guten Geistern verlassen. Hey! Ja, das hat super geklappt. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten! Deine Hure von Weib ist eine Mörderin! Vorsätzlich und unverhohlen! Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt! Die Phylakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Okay. Sind hinter dir her, das sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort eingreifen, wenn sie dich sehen. Hey, was? Ich schlitze dich auf! Reiß dir die Eingeweide raus! Konzentrier dich! Keine Fahrt! Stirb! Oh nein! Hä? Da hängen wir Kopf über. Müssen wir da jetzt nochmal rein? Ich hoffe nicht. Halt! Bleib stehen! Morias para las quejas, mata tu damestín. Idiotin. Oran vulimitin y janesten en aixelefis. Idiotin. El lavni lugi, gnostis. Morías para que vas mata tuta estim. Quiera vneon día. Ti un tuta esti. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Thank you.
Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe. Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Na gut, dann gehen wir da mal rein. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung. Oh. Verdammt, ist das kalt. Oh. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Okay, passiert nichts mehr. Gucken wir mal, wie kommen wir wieder hier hoch? Deine Geschichte wird erzählt. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Es fehlt ja auch noch so eine Bruchseite, ne? Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Okay. Ich sag's
doch. Der Animus hat Ayas DNA noch nicht verarbeitet. Gut, gut. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadius tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Okay. Können wir nicht ausleihen? Idioti! Erlaubni nugi, gnostis! Kecht mir noch. Nun es hätte. Achso, es geht nur in die innere Richtung. Na gut. Sono Safrosinis.
Oh, Pedes! Τι ουγέγονε! Μόριας παρασκευάσμα τα του δανεζού. Τις μέιζο μας αποσύνης. Ιδιώτη. Ωραν βούλιμη τη μηχανάστε είναι εξέλθεις. Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Shh. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Sein Name war Ikarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms. Der vielgepriesene und kurzlebige Liebling von Kanopos. Das Schicksal muss seine Siege... Senefer! Bist du das? Bayek, der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du! Oh! Oh! Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze! Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Also. Ist Aya bei dir? Ah, hey, ich bin allein. Ich hab nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Hm? Okay, wieder Nebenquest. Morias Palaske, was man da tut, Idiotin, oran vulimi di mechanisten in act. Morias palaske vasma da tu danesti. Maya. Oran vulimi di mechanisten in act. Oui, της Μίζωνος Αφροσή.
Cool, dann gucken wir mal. Da. Man kann. Oi, dis meisonos afrosinis. Morias palaskevas ma da tu danestin. Scheint zu gehen. Ja! Ha! Wow. Ja! Ja! Yeah! Oh.
Ja! Ja! Ja!